Hallo, meine Miene stürmenden Aquariumbesitzer und herzlich willkommen zurück zum weiteren flauschigen Huchründchen hier bei Wann? Stardew Valley. Hallo, ich will da ran. Jetzt, verdammte Axt hier. Gottometer, jetzt ist wieder nicht so gelogen, wie ich wollte, aber na gut. wann läuft bei mir hier überhaupt sowieso, wie es geht? Packt euch gut ein. Heute Morgen wird es schneien. Okay, ja. Wahrsager und Glitzern und sowieso. Und genau, mehrere Dinge. Was ich noch nicht gemacht habe, weil ich die Folge vorher aufgenommen habe, bevor ich es bei euch gelesen habe. Zum einen packen wir den da gleich rein. Die muss ich irgendwie in der Hand nehmen, habt ihr mir gesagt. Das habe ich mir schon gelesen. Aha. Okay, da oben bei den Schienen ist etwas. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages. Frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Mullner im Mülleimer nach. Schätze gibt es beim Schmied und im Museum. Ah, okay. Und das ist da oben nochmal. Okay, da sind zwei Schätze. Das waren jetzt die Tipps von der anderen Folge dann, so wie ich das gesehen habe. So, dich verkaufen wir, damit wir wenigstens ein bisschen Geld mal wieder reinkriegen. Was haben wir denn hier? George, ich habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit etwas bauen oder so. George. Clint, ich habe etwas ungeschafft. Könntest du sie geheim halten? Ich wollte, dass du mir einen Amethysten vorbeibringst. Das ist dir Lieblingsstein. Sag hier, dass er von mir kommt. Aha. Clinty Binti. Bei Emily. Bei Emily. Ich habe sogar einen Amethysten. Dann gehen wir das bei Emily vorbeibringen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Gold und Eisen. Das ist gut. Was? Achso, ich habe keinen Platz mehr, ne? Ja, ich habe keine Plätze mehr. Was machen wir, du, ey? Die könnte ich eigentlich mal aufbrechen lassen. Dann könnte ich das machen. Dann haben wir da schon doch wieder Platz. Und ich würde mir die auf jeden Fall nehmen. Und den bis den. Und dann 1, 2, 3, 4. Dann machst du hier nochmal diesen. Und dann kannst du hier rein und hier rein. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Okay. Genau. Bei Emil den Amethysten hineinbringen. Und unsere Hacke ist fertig und wir können, ich glaube, dass da gehen die Schätze, das sind aber, warte mal, lass mich mal kurz überlegen, die Schätze sind aber, genau, das müsste man bestimmt bundeln, dann brauchen wir bestimmt unsere Hacke. So, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz gucken, irgendwas habe ich noch im Kopf gehabt, mir fällt nur gerade nicht ein, was. Genau, das brauchen wir, sehr gut. Denn ich würde gerne unser Haus noch mal weiter ausbauen lassen, dass wir das auch schon bald fertig haben. Oder es geht erst... Was bist denn du für einer? Okay. Wenn wir 100 Hardhearts haben, müssen aber gucken, dass wir nicht Dings machen. Dass wir uns finanziell nicht leer machen. So, jetzt habe ich es. Mensch, heute ist wieder so ein Tag, wo ich sehr langsam bin. So, mein Freund, ich habe jetzt ein starkes Schwert. Pam, 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 pam. Fertig. Und wieder Mahagoni-Saat. Mahagoni-Saat, das ist, was ich mag. Lalalalala. Du Hardhorn? Naja, gut, dann muss ich dich auch nochmal... eine Zwergschriftrolle. Aber die haben wir schon leider. Na gut, das hat den aber mit so von der Stelle oder wieder mit. Manchmal ist es komisch, mal nimmt er, mal nimmt er nicht. Okay, da sind. Wow, Hallerdewelfe, was hast denn du hier gemacht? Stechpalmenzüchtung. Wenn ja, mal gut, dann lasse ich dich mal. Vielleicht sind hier morgen wieder genügend Stechpalmen. Das packen wir auch jetzt mal in die Kiste. Vielleicht müssen wir bald nochmal eine neue Kiste machen. Kann passieren. Weil wir doch schon wirklich arg viel Material haben. Kann ich jetzt alle gar nicht ausräumen, weil die alle ja... naja, egal. Dann lasst uns von dannen ziehen, meine Damen und Herren. Wir gehen weiter. Und hüpfen mal auf unsere Pferdehüt. Komm, Plötze. Wir müssen einen Amethyst zu Emily bringen. Emily war die Dame mit den blauen Haaren, genau.
Und dann sagen wir aber, dass der Amethyst von Clint ist, meine Damen und Herren, denn wir haben ja unsere liebe Gattin schon, also fast Gattin, also unsere Liebste hier, unsere feste Freundin. So. Und dann, was wollte ich noch machen? Genau, wir müssen unsere Hacke wiederholen. Emily, bist du da? Ja, du bist da. Guck mal hier, ich habe hier einen Amethyst für dich. Oh, mein Lieblingsstein, du bist so süß. Hä? Der ist von wem? Oh, du hast ihn bei Clint geholt? Ach ja, egal, woher er ist. Der ist wunderschön, danke dir. Weißt du, wie man einen Bohneneintopf zubereitet? Jetzt habe ich das gemacht, aber das bringt mir jetzt nicht viel. Jetzt habe ich einen Amethysten gegeben und da muss ich aber, ach egal. Egal, los, kommt, wir holen mal. Hallo Penny, na, wie geht's dir? Die Dinge haben sich geändert, als der Julia-Markt geöffnet hat. Für Perslan war es wirklich schlecht. Mutter mag den Julia-Markt allerdings. Die Preise sind niedrig, also kann sie dort mehr als Papier kaufen. Ja, ist verständlich, aber ob es qualitativ immer dann halt passt, ist auch so eine Frage, ne? Darf man auch immer nicht vergessen. Oh, warte mal, bevor wir jetzt hier... Ich muss mal gucken, wann wer Geburtstag hat. Das weiß ich nicht mehr. Ah, genau. Morgen hat Caroline Geburtstag. Caroline, müssen wir mal gucken, was für ein Geschenk sie haben wollte. Aber lass mich mal... Ah, plötzlich! So, jetzt noch zu Clint. Unsere Hacke holen. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal noch gar kein Eisen, aber ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, wir brauchen die. Oh, hi Luis. Du bist also am Samstag im Winter immer da. Kupferhacke, so, pass mal auf. Hey, Clint, du pass mal auf. Werkzeuge, nee, Geode aufbrechen brauche ich. Erdkristall. Und was haben wir hier? Nichts Besonderes. Aber gut. Ich hatte gesehen, einer von denen, wir gehen mal jetzt auf, natürlich auf Schatzsuche. Und zwar einer von denen sollte ja hier oben sein. Hey, eigentlich bringt das gar nichts. Die geben mir hauptsächlich Süßkartoffeln. So, warte mal, hier. Oder muss ich so machen? Was? Nö! 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 Naja, das Spiel ist noch nicht einwandfrei, würde ich sagen. Toll, wohl. Ey! Oh, dafür kriege ich immer. So ein Mist. Gut, da könnt ihr das kriegen, aber ihr müsst es irgendwie anders buddeln. Dabei habe ich den Ring, eigentlich hätte der zu mir fliegen müssen. Egal. Aufregen bringt nichts. Man sollte den Tag so nehmen, wie er ist, immer freundlich und locker flockig, weil ganz ehrlich, das Ärgern bringt mir auch nicht viel, ne? Tut dem Körper nicht gut, tut dem Geiste nicht gut und man hat auch nichts davon. Also ich bin der Meinung. Geht, Herr Bins. Warte mal, was kostet mich das Haus erweitern eigentlich? Hey, Hallöchen. 50.000. Nee, warte mal, erstmal noch nicht. Und wie viel Hardholz brauche ich? 150. Und wenn ich ein Hofgebäude haben wollen würde, ich brauche 300. Okay, Hühnerstall würde ich gerne. 300 und 100. Ich habe jetzt nicht geguckt, was von wem, ne? Also ich habe jetzt nur 300, 100 gesehen. Habe gar nicht drauf geachtet, von was 300, 100. Egal, brauche ich von beiden 300. Wenn ich es habe, das ist der große Problemski. So, und hier oben hast du was gehabt. War das hier? Oder hier? Oder hier? Warte mal, jetzt muss ich gucken. Sammlung. Da. Oh, warte mal. Nee, warte mal nochmal. Hä? Der muss neben den Stein liegen. Ah! Eine Schatzkiste. Ah, lol, ist ja nur... Sie ist ja einen guten Preis. Was ist mit das?
Auch Artefakte oder sowas. Ein Spielzeug. Es heißt, das ist das Spielzeug weggegangen. Wir hätten das Ding nämlich fertig haben können. Aber nein, der muss die eins weiterfallen. Jetzt hat er sich doch drüber geärgert. Oh no. Oh no, oh no. So, warte mal. Hier haben wir den noch. Und dann nehmen wir den da. Hier ganz schön viele Stichpalmen mit. Machen wir ihn heute. Für Mine ist es schon zu spät. Holz wäre eigentlich gut, ne? Wir brauchen Holz. Holz oder die Holzki. Holz brauchen wir. Holz, Holz, Holz brauchen wir. Ich habe mich irgendwie am Daumen geschnitten. Aua. Ich sag, kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwie schneidet an irgendetwas und ihr wisst nicht mal woher? Und weil es auch nie tief, so tief ist, dass du halt Schmerzen hast oder es blutet, weil du nur die erste Schicht an... Das hört sich komisch an, anritzt. Aber ist ja in dem Sinne, du ritzt nur die erste Schicht an und das war's. So, plötzlich, dann mach du mal heute da Feierabend. Ich werde jetzt erstmal Feierabend. Habt ihr gehört, das ist Ferdiabend. Ich werde mal mich hier mal ein bisschen auseinandersetzen. Was habe ich da drin? Den da. Der passt rein. Was haben wir hier drin? Den da, den da, den da, den da, den da. Dieses, jenes, welches nicht. Aber wir können mal den woanders hinbringen. Es ist immer so, ha, toll. Dass du alles so machen musst und kannst und tust und willst und ach, ist das schön. So, da hast du, da hast du, da hast du. Oh Mann, ich bin hier schon mit allem, ja, okay. 1, 2, 1, 2 und dann machen wir hier den hin. So, nächster. Ich hab noch Schleimsies. Schleim, Schleimsies, Schleim, Schleimsies. La, 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 la. Ach ja. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann habe ich gesehen, ich habe noch den Resin habe ich noch da. Das kannst du reinpacken, das und das wieder raus. Danke dir. Und dann, oh, ich habe da wieder was vergessen. Meine Güte, was ist los heute? Kopf wie ein Sieb habe ich heute. Das ist ja fürchterlich. So, du da rein und dann gehen wir da runter. Ich weiß ja nicht, ob ich das schaffe. Ihr meintet ja, warte mal, wie ist denn das jetzt mit der Hacke? Er macht, okay, jetzt macht er die 3. Und du machst jetzt, glaube ich, nur den langen noch, ne? Du müsstest auf Gold, damit das mehr Sinn macht. Genau. Damit das mehr Sinn macht, müssten wir auf Gold gehen. So, dann machen wir heute aber ein bisschen Hackarbeit, damit wir hier ein bisschen freiräumen, das Feld endlich. Da sind wir ja immer noch nicht fertig. Wir wollten ja noch die letzten, ich sag mal, Sachen noch fertig machen, damit wir wirklich sagen können, wir haben jetzt Felder frei und können da weiterbauen. Ich glaube, Holz brauchten wir ja eh. Nee, da kostet kein Holz. So, kommt jetzt auch erstmal weg. Ich weiß, es ist Verschwendung, aber bis die wieder ausgewachsen sind und. Das dauert mir dann doch ein bisschen länger. Ach ja. So hat man... Das ist immer so toll. Schon ist wieder so ein ganzer Tag vorbei und du hast wieder einiges geschafft, hast wieder einiges gemacht, aber auch wieder nicht das, was du wolltest. Wir wollten in der Mine weiterkommen, wir brauchen ja noch aus der Mine noch etwas. Aber es ist ja egal. Weil wir haben trotzdem unseren Spaß. Dann würden wir die Steine wegmachen. Ach, schön. So. Chucky! Ja, mein Süßer! Ich wusste gar nicht, dass die so nah aneinander gehen, die Bäume. Ich gedacht, dass die viel mehr Platz zwischendrin haben. Na gut, dann ist es aber also. Ja, mein Süßer, ich bin gleich bei dir. Nein, hau mal da hin, bitte. In die falsche Richtung. So, dann machen wir hier auch nochmal. Flup, flup, flup. Wir holen uns einfach so ein bisschen, was wir jetzt gebrauchen können. Machen wir uns soweit fertig. Und, ist ja schon wieder. Der fällt immer erstmal rein, statt er erstmal, dass wir den halt bekommen. Ach, Schnuffichen. Ja, mein Schnuffi. Hier finde ich zum Beispiel schon wieder gut, einen Hund. Er ist ja trotzdem irgendwie freier, als wenn du den bei dir zu Hause hättest, bin ich der Meinung. Ach, die Hühnerstatue. Gefrorene Geode. Hatten wir den nicht erst weggeräumt?
Na, wunderbar. Da oben aber keinen Platz mehr. Das ist mein Problem. Ich habe keinen Platz mehr. Lalalalala. So, jetzt machen wir hier erstmal den ganzen Kladderadatsch frei. Und bald sind wir fertig hier. Und dann können wir wirklich den Hof so komplett für uns bearbeiten, wie wir das wollten. Machen wir das alles fertig, bauen das alles so auf, wie wir das haben wollten. Glaube ich noch 13. Siehst du, dann haben wir sogar sehr gut abgeschöpft hier. Haben wir die Zeichen doch gleich genutzt. So, 6, 1, 2, 3. Mehr sollten wir nicht machen. Das könnte sich etwas fatal auswirken. Und dann hätten wir unseren kleinen Frankie, der auf einmal hier liegt. So, bumm, umgekippt. Jetzt habe ich das Problem. Pass mal auf, das packst du rein. Das packst du, passt. Dann das passt nicht mehr. Ja, wie machen wir das jetzt? Warte mal. Was passt denn jetzt? Die könnten wir noch woanders unterbringen. So. Hier packst du mir die Beine rein. Und das hier. Aber die kommen eigentlich auch woanders unter. Und du wirst verkauft. Ah, da muss ich nochmal gleich gucken. Was denn die Werte, Caroline, sich zum Geburtstag gewünscht? So, jetzt haben wir nämlich schon 9. Hey, mein süßer Schack. Na, immer zum Abend wird das Bierle fertig. So, machen wir hier nochmal einen Hüpfle. Nee, warte mal. Kann ich nicht auch ein Weinchen? Ha! Mach mal was Edles. So, dann gehen wir mal schlafen. Dann gehe ich jetzt gleich mal gucken. Ich mache gleich hier wieder unsere Päusle. Holla, die Waldfee. 2500. 5000! Da ist vor Schreck der Kaffee stecken geblieben. So, warte mal. Ich gehe kurz nur mal kurz gucken, was unsere liebe Caroline, da haben wir ja immer, da habe ich immer eine schöne Hilfestellung, kann ich mal gleich reingucken. Bin da gleich wieder da. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Das wird ein bisschen schwieriger. Ich glaube, Fischtacos können wir noch gar nicht machen. Als allererstes gucken wir natürlich, wie immer, was sagt der Wetterbericht. Morgen ist das Fest des Eises. Das ist immer was Schönes. Die Geister sind heute gut drauf. Ein wenig extra Glück. Dann werde ich natürlich heute machen. Grüß, ich bin nicht die Königin der Soße. Ich stelle euch euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist Plumpudding. Wusstest du, dass in England zu Weihnachten traditionell Plumpudding gegessen wird? Versuch doch mal selbst einen zu machen. Die Pflaumen sind blumig und süß und gerade säuerlich genug, um alle deine Geschmacksnerven voll zu aktivieren. Das musst du einfach selbst ausprobieren. Du hast gelernt, wie man Plumpudding macht. Plumpudding? Warte mal. Ich habe nur gebackenen Fisch, gebratener Thunfisch, gebratene Pilze, Pizza, blasierte Kartoffelpuffer, Spaghetti, Sashimi, Tortilla. Könnten wir machen, aber nach Tortilla fehlt mir das, glaube ich, ne? Eine Taco. Ich habe keine Tacos, ich kann keine Tacos. Ey, guck mal, Sashimi ist ja cool. Ist zwar nicht so stark wie Maki, aber Sashimi, da brauche ich nur Fisch, dann könnte ich mir halt immer was zu essen machen. 75 und 33, ne? Also ist gar nicht jetzt so schlecht. Aber es ärgert mich gerade. naja, das wird also auf einer Narzisse rauslaufen. Habe ich überhaupt noch Narzissen? Oh, guck mal, da ist noch Seetang. Und da ist ein Narzisse. Sehr schön. Da rein damit. Warte mal, hab ich hier noch einen Seetang gehabt? Ne, hier habe ich nur grüne Alge. Ich hätte auch noch mal grüne Algen gehabt. Und ich muss echt mal meine Köfferchen hier mal zusammensortieren. Also da haben wir einiges zu tun. Weil guck mal, da war nämlich schon eine Menge grüne Algen. Ich weiß gar nicht. Hallihallo, Frankie. So, dein erstes Jahr im Sterntautal ist schon fast vorbei.
Aber wenn du weiter bei mir dein Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Haha, ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war dann alles. Schönen Tag noch. Danke dir, Peer. Was denn noch? Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Das Saatgut ist von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Du, ich werde dich eh unterstützen. Also du, wir sind aus einem Dorf jetzt hier und ich werde bestimmt nicht bei der Konkurrenz einkaufen. Hallo Frankie, morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eiskulpturen und einen Wettbewerb im Eiswischen geben. Komm zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst, Bürgermeister Louis. Oh, verdammt. Oh, verdammt. So, was machen wir heute? Was machen wir heute? Heute ist so ein Chili-Tag. So ein chilliger Tag. Chili-Tag. Hey, hey Schack, na mein Süßer, alles gut bei dir? Ja, das sieht man dir an. Das sieht man dir an. Ist immer noch kein lila Pilz. Wann kommt denn da mal ein lila Pilz raus? Ich brauche noch 3 lila Pilze. Heute ist die Dame wieder da, ne? Sollten wir uns gleich ausnutzen. Und wir müssen halt wirklich langsam mal in die Mine Gold sammeln. Weißt du, die Fische sollten wir vielleicht auch mal da rausnehmen? Weil die da eigentlich gar nichts drin zu suchen haben. Ich und meine Ordnung bei Kisten hier. Also ganz ehrlich. Aber das geht mir bei 7 Days genauso. Da bin ich auch total effektiv da drin, alles in die falschen Kisten zu machen. Alles in die falschen Kisten. So, pass mal auf. Wir brauchen Sashimi, hatten wir gesagt. Wir haben Brassen, haben wir 4 Brassen. Wenn nicht, machen wir uns einfach mal ein bisschen... Pass auf, wir gehen heute rein. Wir gehen heute in die Mine. Blum, 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 blum. So, jetzt haben wir nämlich eine Menge Brassen. Eine Menge Sashimi, eine Menge Brassen. Haben wir eine Menge Sashimi. Dann gehen wir noch unser Geschenk klar. Und dann gehen wir nochmal in die Mine. Weil ich würde schon gerne den Dings hier fertig machen. Na, das kriege ich ja noch nicht. Da kann ich noch den Honig abgeben. Den Rest muss ich erstmal gucken, weil... genau, da können wir unten gleich mal gucken, aber ich würde gerne genau den nämlich machen. Dann haben wir den Heizungsraum fertig. Das wäre schon ideal. So, und des Weiteren. Wir müssen ja nicht gleich früh reingehen. Ab um 9 reicht ja dann schon. Dann können wir zu Caroline gehen, ihre Sachen geben. Und vielleicht sollten wir dann, ich glaube es waren 300 Holz und 100 Stein brauchen wir für unseren Hühnerstall. Ich müsste noch Holz hacken. Was haben wir denn da? Ein Hummer? Warte. Den brauchen wir. Sie mochte Sommerschmuck. Das Wasser zu drehen erhöht die Beißrate. Nee, das Beißrate brauchen wir nicht. Hm. Ja! Das ist der Perfektlo. Perfektlo. Einfach perfekt. So, machen wir hier mal den weg und dahin und dazu und juhu. Entschuldigung. Das passt doch genau, wie wir das haben wollen. Das passt doch genau, wie wir das haben wollen. So, ist die Türe offen, gehst du rein. So muss das sein. Saat im Angebot kannst du doch gar nicht. Genau, siehst du was? Nur das da, Blumenstrauß. Haben wir ja schon gegeben. Ich muss mal kurz zu deiner Frau, die hat heute Geburtstag. Ich hoffe, du hast das nicht vergessen, mein Freund. So, kommen wir hier rein. Nein! Caroline, komm raus! Caroline, Caroline, Caroline! Okay, dann gehen wir erstmal was abgeben. Bin gleich wieder da. La 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 la. La 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 la. Sehr schön. Können wir nämlich. Ich glaube, unser erstes Päckchen bei den Fischen schließen. Der Hummer müsste da reinpassen. Und wenn nicht, dann mache ich mir halt einen Hummer zum Mittag. Den ich nicht falsch gekauft habe. Dann ist es so. So. Hier brauchen wir... Warte mal. Krabbenreuße. Ja. Pass mal auf. Tada! Na, danke. Na, tolle Wurst. Aber um 10 muss sie doch das Schlafzimmer verlassen, oder?
um 10 verlässt sie das Schlafzimmer, insbesondere wenn sie Geburtstag hat. Gut, eigentlich nicht, wenn sie Geburtstag hat. Dann, hi, ist deine Freundin mal raus? Sag mal. Ah, ich kann nie das machen, was ich möchte. Niemals. Warte mal. Was brauche ich denn für den da? Kieferfleisch. Hey. Achso. Ich dachte, dafür bist du, das ist aber George. Nee, ich bin nicht kalt. Die machen die Pullover nicht so wie früher. Ich renne hier ein T-Shirt rum. Brauche nichts anderes. Habe ich überhaupt noch Käferfleisch? Und mit Käferfleisch können wir dann nämlich Dings machen. Genau, mit Käferfleisch könnten wir nämlich uns das machen. Und dann könnten wir ein paar Sachen aufbauen. Oh ja, guck mal, da habe ich sogar. So, und dann machen wir das. So, jetzt haben wir 70 Köder. Das ist die Hälfte und die Hälfte. Und dann machen wir den dahin und den dahin. So. Und die anderen, packen wir hier jetzt erstmal rein. So. Kladderadatsch. Und wir sind gleich wieder da. Wir legen ein paar Reusen aus. So müsste es sein. Wir wollen mal unsere ersten Fischkammreusen setzen. In Flüssen, Seen und Ozean. Eigentlich könnten wir dann ja eigentlich überall was setzen, oder? Oh, ist deine Frau jetzt endlich aus dem Schlafzimmer? Es ist schon 11.20 Uhr. Ich würde die gerne mal besuchen gehen. Sag mal! Ich kann doch nicht wahr sein, dass sie immer nur das machen, was sie wollen. Ich will dir ein Geschenk geben. Und es klappt einfach nicht. Und ich wollte heute eigentlich in die Mine gehen, um ein bisschen Gold zu farmen. Das klappt dadurch auch nicht, weil ich erstmal das Geschenk geben wollte. Meine Jüte, meine Jüte. So, pass mal auf. Hier machen wir jetzt auf jeden Fall eine Reuse hin. Ne? So. Und dann gehen wir mal da ran und packen den da rein. Ah, okay, man kann nur mal einen packen. Weißt du was? Ihr seid meine Fischreusen am Fluss erstmal. So, packe ich hier noch einen hin und hier noch einen hin. Und dann gehen wir am nächsten Tag mal gucken, ob wir da was rausbekommen haben. Sehr schön. Dann kannst du den aber hier auch mal wieder zusammenbacken. Ich wollte doch nur ihr das Geschenk geben. Mandy, ich muss echt lernen, mir mehr Freunde zu machen. Ich muss mir mehr Freunde machen. So, es ist jetzt 12.40 Uhr. Ey, du kannst aber jetzt nicht immer noch in dem... Weißt du was, dann hast du halt... Hast du Pech, kriegst du nichts zum Geburtstag. Warte mal. Nein, zu früh ging das. Mann, schade. Aber guck mal, warum sitzt man denn so lange in einem Schlafzimmer? Was machst du denn da? Da hast du bestimmt die Spielzeuge versteckt, sei doch ehrlich. Guck mal, wie sie lächelt, da weißt du doch schon. Hä? Hier ist ein Oscar. Pauline lässt nur ihre Freunde hier rein. Ja, ich würde ja gern Freund werden, aber ich darf ja nicht mal Oh, da kommt's endlich. Ach, endlich. Sommerschmuck hier für dich. Caroline. Oh, du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Oh, das freut mich, danke. Ja, schön, dass du auch mal rauskommst. Guck mal, warte mal. Jetzt komme ich hier rein, ne? Ja, wunderbar. Naja. Aber komme ich jetzt hier auch rein? Oh. Ist ja schön. Oh, hallo, guten Morgen, Frankie. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich wollte dir was zeigen. Es ist mein privater Wintergarten. Sieht voll schön aus. Also, was denkst du? Es ist wunderschön. Danke, ich habe sehr hart daran gearbeitet. Für mich ist es ein Zufluchtsort, ein Ort, an dem ich immer inneren Frieden finden kann. Und es ist ein perfekter Ort, um meinen selbstgemachten Tee zu trinken. Hier, lass uns eine Tasse trinken. Wo hast du den jetzt hergezogen? Na klar, trinken wir einen Tee mit. Lecker. Ich komme gern jeden Tag auf eine Tasse Tee hierher. Es ist mein kleines Ritual. Lass mich versuchen zu erklären. Oh, ist das schön. Wenn ich mit einem entspannenden Tee alleine bin,
Mein Verstand ist leer und wandert frei umher. Ich sollte vielleicht erstmal warten, bis der fertig ist. Wer weiß, was auftauchen könnte. Wer weiß. Jo. Was haben wir da getrunken? Ich hoffe, es ergibt Sinn. Ja, klar. Das Leben kann ziemlich hektisch sein. Also ist es schön, ein Hobby wie dieses zu haben. Finde ich richtig. Du kannst jederzeit hierher kommen und dich entspannen, wenn du willst, okay? Dankeschön. Welch ein Tee, meine Damen und Herren. Welch ein Tee. Mann, du bist ja schneller weg als ich hier. Ach, herrlich. Brr. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit. Komm. Wir gehen noch eine Runde, aber trotzdem, nehmen. Ich brauche eigentlich nur noch diesen Flammenkristall. Wenn ich den habe, könnte ich nochmal ein Päckchen machen und dann wäre ich zufrieden heute. Dann wäre ich wirklich zufrieden. Hoppelhase. Und ich habe die Steine und das Dings vergessen. Ja, meine Güte, dann ist es halt so. Dann ist es du, dann ist es du, dann ist es du, so, 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 so. So, und wir gehen in die Ebene 80 nach unten und dann sind wir da, wo wir hin wollten. Oh, da ist er. Na, sag mal. Du fieser. Da ist der Feuerquarz, meine Damen und Herren. Wir haben die nächste Sache fertig gekriegt. Und damit gucken wir mal, ob wir nochmal zwei Ebenen kommen. Wegen Gold, das wäre toll. Ich weiß, wir müssten eigentlich auch noch die Goldspitzhacke draus machen. Aber ich würde erstmal vorbereiten für den, wir müssen erstmal gucken, dass wir es vorbereiten für den Frühling, dass wir dort alles bekommen. Das wäre gut. Guck mal, die kannst du auch gar nicht so weit zurückbecken. So, ich weiß, wir müssten den eigentlich erstmal dem Gunther geben, aber ich würde lieber erstmal das andere machen. Kohle. Wenn wir nochmal fünf Ebenen, also noch jetzt zwei Ebenen schaffen. Haben wir sogar schon geschafft. Das ist toll. Wir haben schon zwei Ebenen sozusagen. Was ist das da? Stimmt, der ist extremst widerstandsfähig. Sehr widerstandsfähig. So, Gold nehmen wir noch mit, das ist immer wichtig. Gold brauchen wir ganz viel. Und dann kommen wir halt sogar noch eine Ebene runter. Das liegt jetzt gerade an der Tasse Tee, die wir getrunken haben. Die Tasse hat uns so stark bestärkt, dass wir jetzt einfach hier durchschnitzen wie mit einem Messer, mit einem heißen Messer durch Butter. So war doch immer der Vergleich, ne? Ja, doch, glaube ich schon. Ich würde aber gerne noch mehr Gold haben. Das wäre mal was Feines. Eine geheime Notiz. Und ich glaube, das ist... Ah, nee, das ist nur ein Aquamarin. Ach, naja, na dann. So, wir haben gleich noch das nächste und dann können wir das abgeben. Und dann können wir nämlich den Heizungsraum, den ersten Raum machen wir dann fertig. Sehr schön. Das ist toll. Freut mich, dass wir so einfach so mal ein bisschen was auch mal wieder vorangekommen sind. Magma-Geode. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da dann rauskommt. Sehr schön. Den Raum haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Damit kommen wir die Ebene 85 runter, haben den freigeschaltet und können dann uns hier wieder hinausbegeben. Sehr schön. Nö, wir müssen jetzt nicht zu viel machen. Wir lassen, wie gesagt, uns Zeit. Wir hätten jetzt noch Zeit, die wir ausnutzen könnten. Aber ich gehe gerne langsam voran, wie gesagt, und Schritt für Schritt einfach. Genau, die muss ich mir gleich nochmal angucken. Das machen wir auch gleich. Und der Heizungsraum ist dann fertig.
Erstes Räumle. Das freut mich. Mit denen könnten wir jetzt auch eigentlich fertigstellen. Aber ich wollte eigentlich noch nicht so viel ausgeben, weil ich ja noch ein paar... Na, wobei, wir könnten den eigentlich fertigstellen. Dann haben wir das nächste Ding fertig. Aber noch nee. Lassen wir erstmal. So, Feuerquarz. Binde komplett. Und jetzt haben wir die Lorenreparatur. Dadurch kommen wir überall schneller hin. Und wir kriegen... Wow, Omnigeode. Okay. Und jetzt... Flum, 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 flum. Ich sage ja, da war irgendwas im Tee drin, meine Damen und Herren. Ich glaube, die pflanzt da ein paar speziell an. Wir sind die Junimos, Hüter des Waldes. Cool. Damit ist das... Eigentlich müsste ich das lesen können. Damit ist der Raum auch schon mal fertig, meine Damen und Herren. Das haben wir dann geschafft. So, jetzt müssen wir hier noch gucken. 12 Uhr mittags, pünktlich. Letzter Tag der Saison, sieh dir den Busch über den Spielplatz an. 12 Uhr mittags. Letzter Tag der Saison. Oh, da müsst ihr mich unbedingt nochmal dran erinnern. Das merke ich mir. Never ever, meine Freunde. Never ever merke ich mir das. Ah, schön. Ey, ich muss sagen, wir haben eine Menge wieder geschafft. Heizungsraum ist fertig. Wir können den anderen Raum auch noch fertig machen, aber das mit dem, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also das Geld, das ist ja eh da. Würde ich mir jetzt aber erstmal noch sparen, bis ich der Meinung bin, dass wir es auf jeden Fall machen sollten. Und ansonsten, genau, hier müssen wir auch nochmal, warte mal, ich würde mir nämlich als nächstes die Hühnerhäuschen bauen, den Hühnerstall bauen und dann machen wir auch so weiter. So, guck mal auf, was haben wir denn jetzt hier noch drin? Also das kann ich rein, das rein, das rein. Gut, wir können zweimal Dings bauen. Eine Magma-Geode ist neu. Das passt rein, das passt rein. Ne, den wollte ich ja woanders hin sortieren. Der kommt da noch rein, der kommt da rein. Omnigeode passt schon nicht mehr rein. Wobei, passt rein, weil ich das rausnehme. Dann kann ich zwei davon machen. Und, puh, das war's auch schon. Dann könnte ich aber vier von den Dingern machen. Das ist eigentlich auch wirklich ideal. Hier kannst du mit rein, genau. Na komm, mach die nebeneinander. Mach die nebeneinander. Lalalalala. Flop, 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 flop. So rum. Sehr schön. Ach, Schacki. Na, wie geht's dir? Gut, alles schickimicki. Warte mal. Den da brauche ich. Nee, den da. Den da, den da. Ah, okay, dann machen wir das so. Weil das Problem ist, ich krieg den da irgendwie nicht richtig gefasst. Dann kommst du hier. So, das war's, meine Kinder. Das Wandmännchen geht jetzt ins Bett. So, dann sind wir auch schon fertig für heute. Oh. Ja, das siehst du, jetzt kriegen wir sogar noch eine kleine Sequenz. Jetzt können wir die Loren benutzen. Dadurch sind wir auch wieder noch schneller als mit dem Pferdchen sogar. Also wir können mit dem Pferdchen zur Loren. Von der Loren können wir dann überall hin. Haben wir damit repariert und dann sind wir auch für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir jetzt ja diesen Tag das Fest. Das Angeln machen wir heute. Und genau, das haben wir heute, das haben wir heute. Und dann gucken wir mal, ob wir dann noch mal ein bisschen in die Mine runtergehen, da noch mal ein bisschen weiterkommen, noch ein bisschen mehr Gold farmen, weil das Gold wäre schon sehr wichtig, dass wir das dann noch zusammenkriegen, damit wir dann wirklich genügend Sachen für den Frühling dann haben, wo wir dann einfach weniger arbeiten müssen. Müssen wir einfach mal versuchen, wenn wir das hinkriegen, das wäre fantastico. Das wäre einfach wirklich wunderbar. Okay, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!